Mein Name ist Andreas Begert, ich bin Komponist und ich möchte heute ein bisschen erzählen über meinen Werdegang. Was ist denn so passiert die Jahre? Und da ist ein Ding ganz ausschlaggebend gewesen. Das war nämlich meine Bewerbungen an der Musikhochschule in München. Und ich habe mich da tatsächlich 6-mal als Komponist, als Jazzkomponist, als Filmkomponist beworben. Und habe damit alles ausgereizt, wie oft man sich da bewerben kann. Und ich wurde in der Tat 6-mal abgewiesen. Das ist an sich schon absurd, aber ich habe mich immer wieder gefragt, was heißt das denn jetzt für mich, wenn ich hier 6-mal gesagt bekomme, das Kompositionsstudium gönnen wir dir nicht. Du triffst irgendwie gerade nicht den Punkt, den wir da suchen. Da fragt man sich natürlich selber, ist man denn gut genug, um Komponist zu sein? Das habe ich mich tatsächlich dann natürlich ausgiebig gefragt und bin aber letztlich zu dem Punkt gekommen, dass ich wahrscheinlich so abgedrehte Sachen gebracht habe, dass es einfach so weit weg war von den Vorstellungen der Professoren, dass sie einfach gesagt haben, okay, das ist nicht das, was wir hier haben wollen, das ist uns zu extra. Kann man auch verstehen. Also ich weiß es nicht, aber ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, weil ich mir wirklich bei den Aufnahmeprüfungen extrem viel Mühe gegeben habe und wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert habe, mich dort zu bewerben, weil ich war wissbegierig. Ich wollte einfach lernen. Ich wollte von Leuten lernen, die schon komponiert haben, von bekannten Leuten. Und ich wollte einfach mich da fortbilden durch ein Studium. Aber es ist doch spannend zu sehen. Es hat nicht geklappt. Und was habe ich gemacht? Erst habe ich mir Gedanken gemacht, aber dann habe ich gesagt, okay, eigentlich spornt es mich dann umso mehr an, wirklich diesen Weg zu gehen und darin auch einfach erfolgreich zu sein und einfach das zu machen, was ich will, was ich empfinde und mich da gar nicht leiten zu lassen. Und eigentlich, wenn man es jetzt im Nachhinein so betrachtet, war es eigentlich das Beste, was mir passieren hat können, dass ich da abgewiesen worden bin bei der Musikhochschule, weil dadurch habe ich einfach das gemacht, was ich wollte. Ich habe mich also nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Professoren, irgendwelchen Richtungen, die es schon gab, sondern ich habe einfach auf mich selber gehört und mich voll in mein Gefühl reingelassen und einfach das gemacht, wonach es mich gerade gelüstet hat, was ich gerade machen wollte. Und wahrscheinlich sind deswegen extrem spannende Kompositionen entstanden, die sonst, ich glaube, nicht entstanden wären. Und es ist immer wieder spannend, weil viele mich fragen, ja, wie hast du es geschafft, so große Werke zu komponieren oder diese Konzerte zu machen? Und dann kann ich eigentlich nur sagen, es war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich an der Musikhochschule abgewiesen worden bin. Der hat mich so befeuert. Denn auf einmal habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt 6-mal abgewiesen worden. Ich gebe jetzt Gas. Ich gebe jetzt richtig Gas. Und dann habe ich nächtelang, tagelang, ja wirklich, also es gab, glaube ich, keinen Moment, in dem ich nicht komponiert habe. Ich habe Werke gemacht im Jahr, 120, 130 Werke, unglaublich. Wenn ich von heute betrachte, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es ist völlig eskaliert. Die Bombe ist geplatzt, die Energie ist herausgeströmt. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich erzähle es einfach, weil ich es selber so bemerkenswert fand, was da passiert ist, durch diese Abweisung. Es ist da so eine Energie gekommen. Und ich wusste, ich mache jetzt mein Ding, ich mache jetzt meinen Weg und ich lasse mich von niemandem mehr in meinem Leben beeinflussen. Also natürlich lässt man sich beeinflussen, aber so, das war meine innerste Einstellung dann. Ich habe da wirklich also völlig irrational einfach Gas gegeben
Und es hat tatsächlich geklappt. Ich habe es einfach gemacht, ohne Studium, ohne dass irgendjemand mir gesagt hat, wie man es macht. Ich habe es einfach angefangen, habe Sachen auffüllen lassen, habe Konzerte veranstaltet, habe weitergemacht, habe neue Konzerte veranstaltet, habe mir Orchester gesucht, die meine Werke spielen, habe die bezahlt, habe mir einen Chor gesucht, der mein Werk macht, habe den bezahlt, habe Orchestermusiker gefragt, habe andere Solisten gefragt, die haben mir CDs eingespielt, ich habe sie bezahlt. Alles finanziert durch verschiedene Crowdfundings, durch andere Arbeit, die ich in der Zeit gemacht habe. Aber ich habe einfach versucht, so viel wie möglich zu machen und das möglichst so, dass ich mich dabei wohlfühle und dass es meins ist. Und im Nachhinein bin ich fast dankbar, dass ich nicht genommen wurde an der Musikhochschule für Komposition, weil ich glaube, diesen Weg hätte ich sonst nicht gehen können. Diesen einzigartigen Weg, der einfach aus mir herausgekommen ist. Und viele fragen sich vielleicht, okay, völlig absurd, aber wie hat er das gelernt? Also wie kann man einfach Sachen lernen, ohne jetzt, also wenn man jetzt Werke schreibt für Orchester, für Chor, das sind ja Riesenwerke, die, sagen wir mal, eine halbe Stunde gehen oder so. Wie kann man das lernen? Natürlich macht man viele Fehler. Und vielleicht hätte ich viele Fehler nicht gemacht, wenn ich jetzt einen Professor vor mir gehabt hätte. Aber andererseits mache ich diesen Fehler und dann lerne ich, dass dieser Fehler falsch ist. Und das lerne ich so hart, dass ich danach diesen Fehler nie wieder mache. Also wenn ich einmal einen Übergang meiner Partitur falsch gemacht habe und ich merke, okay, der funktioniert live einfach nicht und das Orchester schmeißt es dann und ich habe ein Problem, dann weiß ich, okay, das werde ich nie wieder machen. Und das brennt sich dann so in den Kopf ein, dass man da gar nicht mehr anders kann. Man fühlt dann auch anders. Und diese Fehler und dieses Lernen, das ist was man, glaube ich, wenn man keine äußere Vorgabe hat, ganz anders empfindet. Also wenn man von sich selber heraus etwas wissen will, wie etwas geht, dann sitzt man sich so lange hin, oder ich habe es gemacht, ich habe mich so lange hingesetzt, bis ich wusste, okay, das ist die übliche Stimmführung oder das so spielen die Bläser in der Regel. Und ich habe mir das in zig Tutorials, zig Büchern angeschaut, wie man die Sachen macht, habe geübt. Und keiner hat mir gesagt, du sollst jetzt diese Aufgabe machen, komponier doch mal so wie Mozart, komponier doch mal so wie Beethoven. Ich habe es einfach von mir gemacht, ich habe es von mir heraus probiert, weil ich einfach wissen wollte, wie es funktioniert. Und dann lernt man anders. Da ist so eine Dynamik dahinter, dass man... Das kann man nicht beschreiben, das kann man nicht lernen, wenn jemand andere einem das zeigt. Also zumindest funktioniert es bei mir, oder weiß ich nicht, hätte vielleicht auch funktioniert, aber ich will sagen, es ist spannend, weil da entsteht einfach eine extreme Energie. Und ich freue mich, dass ich immer wieder zu dem Punkt komme, dass der eigene Weg, der eigene Ansporn, der eigene Ursprung eigentlich da ist. Also man braucht nichts von außen, um genial zu sein, um super krasse, große Sachen zu machen. Da braucht man nichts von außen. Man muss einfach in sich reingehen und muss die Energie suchen. Man muss warten, man muss einfach Gespür entwickeln. Man muss immer wieder fühlen und irgendwann weiß man, wie die Sachen gehen. Das ist unglaublich, aber ich kann das so bestätigen. Ich habe mich nie damit wirklich auseinandergesetzt, wie man jetzt genau ein Stück schreibt, sondern ich habe einfach immer gewartet und gehört, ganz genau reingehört. Was empfindest du? Wie willst du das haben? Und dann habe ich es einfach so aufgeschrieben. Und das klingt jetzt leicht, aber war natürlich ein ewig langer Prozess immer, aber es ist doch faszinierend, dass man das alles von sich aus schaffen kann. Und dass dann riesengroße Werke entstehen, die 50 Stimmen untereinander haben und ellenlang sind.
und die aber trotzdem funktionieren und man den Überblick hat im Kopf. Und das ist für mich selber, also ich bin selber so überrascht immer, wenn ich meine Musik höre, weil ich nicht, ich halte es nicht für möglich manchmal, dass das aus mir selber rausgekommen ist. Weil ich weiß, was ich gelernt habe, und weil, aber das Gelernte ist nicht das, was rauskommt, und es ist, also manchmal bin ich selber, will ich nicht wahrhaben, dass wenn ich meine Musik höre, dass es meine Musik ist, weil ich denke, okay, das kann nicht von mir sein, das ist einfach gut, das ist einfach brutal gut, wer hat das gemacht, so, oder ich erkenne das Thema und denke mir, ah, okay, jetzt hat irgendjemand total Berühmtes gemacht, das war ein super Komponist sicher. Und dann denke ich, okay, das war meine Passage, meine Melodie, mein Werk. Okay, verdammt, okay, krass. Aber das sind so Vorgänge, die in meinem Kopf passieren, die einfach unglaublich sind. Und ich will das weitergeben, weil ich finde, man lässt sich da viel zu sehr beeinflussen von dem, was man lernen kann, von Mentoren, von Coaches, von Professoren, von Lehrern. Wenn man wirklich in sich reingeht und mal schaut, was da drin ist in seinem Körper, in seinem Kopf, dann kommt da meistens, also habe ich gelernt, was sehr, sehr Krasses, Geniales raus, wenn man sich darauf einlässt. Und man soll sich gar nicht so viel leiten lassen und so viel. Es gibt ja so viele Leute, so viele Menschen auf deinem Weg oder auf unseren Wegen als Musikern, die immer sagen, hey, mach das doch so oder mach mal so, da bist du noch nicht am Ziel, das ist noch nicht ganz, ganz rund, das wirkt noch nicht so, du bist irgendwie anders, als das klingt, völliger Schmarrn. Also ich meine, wenn man wirklich von sich innen herausgeht und wirklich sich konzentriert, was will man genau machen, was ist das Essentielle oder wie klingt die Musik, wie fühle ich mich, und das dann aufschreibt, dann gibt es da keine Kritik. Warum sollte es da Kritik geben? Es ist ja das, was aus dir, aus dem Menschen, aus uns entspringt. Da fragt man sich dann, also es gibt gar keine, wenn jemand daran Kritik äußert, ist sie wertlos. Weil es ist einfach das, was rauskommt. Und jeder Mensch hat seine Berechtigung und ist einzigartig. Und wenn das rauskommt, wenn du wirklich so 100% sagen kannst, okay, das habe ich gefühlt, das habe ich empfunden, dann ist es auch das Richtige. Und du kannst alles, man kann alles auf der Welt lernen, denke ich, wenn man sich auf das besinnt, was wichtig ist. Und das sind, glaube ich, nicht die Lehrer, nicht die Mentoren, nicht die Coaches, sondern man ist selber sein eigener Coach, sein eigener Lehrer. Das ist das ganz, 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 ganz Wichtige. In sich reingehen und fühlen, 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 fühlen. Und ich mache das jeden Tag, jede Minute, jedes Jetzt, immer, 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 immer. Und nur um den Bogen nochmal zu spannen, ich glaube, ich hätte diese Eigenschaft nie gelernt, wenn ich wirklich bei einem Professor oder bei einem Lehrer an der Musikhochschule studiert hätte. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Danke, dass ihr mich damals abgewiesen habt.